zeichnet und ist nach der Präsentation als PowerPoint-Dokument als Download verfügbar. Die Adresse sehen Sie unten aufgelistet. Sie können sie auch später nochmal erfragen, falls Sie sie nicht haben sollten. Beachten Sie bitte auch unsere Webseite Autodesk Help Webinars. Dort finden Sie eine Liste aller Produkte und Webinare, die Autodesk anbietet, sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache. Wenn Sie regelmäßig auf diese Seite hineinschauen, können Sie Informationen bekommen für künftige Webinare und eine Liste von Aufzeichnungen früherer Webinare ansehen. Sie können dort auch ein Feedback hinterlassen, entweder zum aktuellen Webinar oder Ideen und Vorschläge für künftige Webinare abgeben. Wir sind immer sehr dankbar, wenn wir Feedback von Kunden bekommen, damit wir unseren Service optimieren können. Feedback können Sie aber auch per E-Mail abgeben an die Adresse autodesk.help.webinars@autodesk.com. Bitte verwenden Sie den Betreff "Erweitern Sie Ihren AutoCAD IQ", damit wir diese E-Mails direkt bekommen und sie auch schnell beantworten können. Hier eine Übersicht der vorherigen Webinare. Aus Platzgründen sind die ersten drei von der Liste gerutscht oben, aber die volle Liste haben Sie auf dem Link oder auf dem Download-Link, den ich Ihnen weiter oben gezeigt habe. Oder hier unten sieht man es auch auf HTTPS, autodesk.box.com, AutoCAD IQ. Die ganzen Webinare werden auch auf dem YouTube-Channel abgelegt. Unter AutoCAD Exchange erweitern Sie Ihren AutoCAD IQ. Ich möchte Sie auch nochmal hinweisen auf unsere AKN-Seiten, Autodesk Knowledge Network, hineinzuschauen. Dort finden Sie immer die Top 10 Artikel der letzten Zeit oder die jüngeren Top 10 Artikel sowie alle Support-Artikel, die von den Autodesk Support-Mitarbeitern veröffentlicht wurden. Und Sie haben dort auch den Schnellzugriff auf Hotfixes, Service Packs und Downloads für AutoCAD und AutoCAD LT. So, heute geht es um das Thema, welcher Linientyp sind Sie? Eine Einführung in die Linientypen von AutoCAD. Ich werde besprechen, was eine Linientypdatei ist, die vier wesentlichen Linientyp-Systemvariablen ansprechen. Wir werden uns Standard-Linientypen und komplexe Linientypen anschauen und benutzerspezifische Linientypen werden wir vier Linientypen erstellen und in der Linientypdatei ablegen. Schauen wir uns an, wie es funktioniert. Ich habe Ihnen mal eine Datei vorbereitet. Das ist jetzt einfach ich würde mal sagen, eine Schraube, die wir quasi mit verschiedenen Linientypen darstellen wollen. Die gelben Linien sollen Mittellinien darstellen und dementsprechend strichliert dargestellt werden. Den Linientyp Manager können wir in AutoCAD auf verschiedene Weisen aufrufen. Entweder wir geben in die Kommandozeile Linientyp ein. Hops, jetzt habe ich mich verschrieben. Linientyp. Dann wird der Linientyp Manager geladen. Standardmäßig, wenn man AutoCAD startet, werden nur quasi ein Linientyp angezeigt. Das hat historische Gründe. In alten Versionen von AutoCAD wollte man es möglichst system- und ressourcenschonend umgehen, um den Rechner und die Hardware nicht auszulasten. Und so wurde quasi entschieden,
immer nur einen Linientyp standardmäßig zu laden. Die weiteren Linientypen musste sich jeder User nach seinem Bedarf hinzuladen zu einem späteren Zeitpunkt. Ich zeige Ihnen noch, außer Linientyp ist die Kurzform in der Kommandozeile LT, bekomme ich auch den Linientyp-Manager. Sie können auch die Linientypen bekommen, indem Sie hier in dem Start in der Multifunktionsleiste unter Start die Linientypen auswählen, auf Sonstige drücken und dann wird auch der Linientyp-Manager angewählt. Wenn ich hier jetzt auf Laden drücke, wird automatisch eine zur arcad.lin-Datei geswitcht und mir die Linientyp-Dateien oder Linientypen in dieser Datei angezeigt. Diese arcad.lin-Datei ist eine Datei, die unter dem System, dem Benutzer abgelegt wurde, unter dem Benutzernamen, Windows-Benutzernamen, unter Updata, Roaming, Autodesk, dann AutoCAD, ihre AutoCAD-Version. Die Version 20.1 ist hier die Version 2016 und der Support. Dort finden wir zwei verschiedene Linientypen-Dateien. Die erste Linientyp-Datei ist eigentlich für die Imperial oder für die Inch-Vorlage von AutoCAD und die ISO-Datei ist die Linientyp-Datei für die metrische Zeichnungsvorlage. Der Inhalt ist weitestgehend gleich. Wenn ich mir die Lin-Datei öffne, so sehe ich hier zum Beispiel die Gasleitung, Strichlinie und so weiter. Wenn ich die ISO-Datei lade, sehe ich dort eigentlich dieselben Linientypen. Gasleitung. Der einzige Unterschied ist, dass die Linientypen verschieden skaliert sind. Ich werde jetzt den Inch-Vorlage verwenden. Für die normale metrische Vorlage können Sie oder sollten Sie die ISO-Vorlage verwenden. So, laden wir uns einmal den Linientyp Mitte in die Zeichnung. Mit OK bestätige ich es. Und der Linientyp ist jetzt in der Zeichnung geladen, aber ich muss ihn noch zuweisen. Geht extra im Layer Manager. Und dort kann ich meine Mittellinien sind in Gelb gezeichnet. Ich wähle einmal den Linientyp Continuous aus und bekomme dann eine Auswahlliste der geladenen Linientypen, mit dem ich die Linien zuweisen kann. So, das habe ich jetzt gemacht. Die Linie ist strichliert und die Darstellung des Linientyps oder der Linie wird im Grunde genommen gesteuert mit einer Systemvariable, die da heißt Line Type Scale. Wenn ich das eingebe, wird mir in der Vorschlägeliste im Grunde schon die vier relevanten Linientyp-Systemvariablen angezeigt, die ich später alle einmal kurz ansprechen werde. Der Line-Type-Scale oder die Line-Type-Scale-Variable ist normalerweise mit einem Default-Wert von 1 abgespeichert. Das stelle ich jetzt hier einmal ein. Und Sie sehen, es passiert eigentlich gar nichts. Das liegt daran, dass nach der Umstellung der Systemvariable die Zeichnung neu aufgebaut werden sollte mit einem Regen oder Regenerieren. Jetzt sehe ich, dass die Line-Type-Scale-Variable ist eine globale Variable, die mir alle Linientypen in der ganzen Zeichnung skaliert. Egal, was zugewiesen ist und auch was die individuellen Linien für eine Linientypskalierung haben. Das ist insofern etwas verwirrend,
aber auch wichtig zu wissen. Die Linientyp LT-Scale skaliert global. Wenn ich das jetzt nochmal eingebe, um es nochmal, nein, LT-Scale zu demonstrieren, gebe ich jetzt mal den halben Wert ein und danach sollte die Linie sehr viel strukturierter oder sehr viel mit sehr viel mehr Elementen dargestellt werden. Ich möchte jetzt auf einen eine andere Systemvariable zu sprechen kommen, die heißt Zelt Scale oder man kann sie auch erreichen, indem ich ein Objekt auswähle und habe hier einen Linientypfaktor für dieses Objekt definiert. Das heißt im Grunde genommen, ich habe mit LT-Scale eine globale Variable und mit dem Linientypfaktor aus den Eigenschaften oder mit der Linientypvariable Zelt-Scale habe ich pro Objekt nochmal eine Unterskalierung, würde ich das jetzt mal nennen. Wenn ich das hier jetzt auf 2 setze, dann habe ich für diese Linie denselben Abstand der Strichlierung, als wenn ich den LT-Scale auf 1 gesetzt habe. Das ist insofern, und wenn ich diesen LT-Scale-Wert, Linientypen-Skalierungswert, wieder auf 1 setze, den Default-Wert, hängt trotzdem, alle Linien sind wieder auf 1 gesetzt, hängt trotzdem dieser Wert, wird mit dem zweifachen Faktor multipliziert. Das ist insofern wichtig zu wissen, weil man da gehörig durcheinander kommen kann. Der voreingestellte Wert für Zelt Scale ist 1. Stelle ich den einmal auf 3, ohne es zu merken. Ich habe keine Auswahl, ich habe nichts ausgewählt und würde jetzt, nehmen wir mal an, oder würde ich mache es erst so, ich würde jetzt eine Linie zeichnen dann wird diese Linie mit 3 skaliert. Stelle ich diesen Wert wieder zurück auf 1? Nein. Für dieses Objekt. Dann sehe ich wieder, dass diese Skalierung, diese individuelle Skalierung zurückgestellt wurde. Wichtig ist zu wissen, wenn ich diesen Zelt-Scale-Wert einmal verändert habe, dass ich ihn auch wieder zurückstelle, wenn ich keine Auswahl habe. Sonst digitalisiere ich im Hintergrund oder munter drauf los und habe im Hintergrund eine inkonsistente Linientypskalierung. Wozu hat man das gemacht? Es kann passieren, dass wir im Grunde genommen, wenn wir hier jetzt eine verborgene Linie von hier nach hier zeichnen möchten, dass diese Linie so hoch skaliert ist, dass sie ein durchgehender Strich ist. Aber wir wollen keinen durchgehenden Strich, wir wollen schon sehen, auch anzeigen lassen, hier ist eine verborgene Linie. Dann können wir individuell für eine Linie den Skalierungsfaktor etwas heruntersetzen, sodass die Linie dann doch noch richtig dargestellt wird. Ich mache das jetzt einmal. Ich werde hier einen neuen Layer erstellen, verdeckt. Und für diesen Layer werde ich einen Linientyp laden, verdeckt, okay, zuweisen, nicht vergessen und das Ganze in weiß. Wir haben unser Cell Scale oder Linientypfaktor auf 1, unser LT Scale, der globale Variable steht auch auf 1 und ich zeichne hier einmal diese Linie. Und sehe, sie wird dargestellt mit 2 Strichen. Ist vielleicht in dem Moment jetzt visuell nicht eindeutig,
Deswegen würde ich jetzt für diese Linie, sagen wir mal, 0,8 einstellen, einen individuellen Linientyp-Skalierung von 0,8 einstellen, dann habe ich drei Striche und würde sehr viel mehr, schneller merken, ah, hier handelt es sich um eine verdeckte weiße Linie. Gut, was haben wir noch für Variablen? Es gibt die Variable MSLT-Scale. Das ist, MS steht für Model Space oder Model Space, Linientyp-Skalierung und noch die PSLT-Scale. MSLT-Scale gibt an, ob die Linientyp-Skalierung sich an der Beschriftungsskalierung orientiert. Hier ist ein Default-Wert von 1 eingestellt, sollte eigentlich nicht verstellt werden. Und die PSLT-Scale-Variable hat dasselbe Verhalten für die Layouts. Das zeige ich jetzt gleich nochmal. Nur ein kleiner Hinweis für diejenigen, die AutoCAD-Vollversion verwenden. Unter den Express-Tools Systemvariablen. Wir sind alle Systemvariablen aufgelistet. Oft ist es so, oder mir geht es so, weiß zwar den Namen für die Variable, zum Beispiel PSLT Scale, und dann steht dort neuen Wert eingeben, aber ich weiß überhaupt nicht, welcher Wert erwartet wird. Ist es jetzt 1, ist es 50, ist es 100? Hier kann man jetzt nachschauen, wenn ich sie finde, hier ist sie, PSLT Scale. Hier steht drin, hier kann ich den Wert verändern. Ich sehe, was augenblicklich eingestellt ist und was eigentlich der Standardwert ist dieser Variablen. Und ich habe eine Beschreibung, was mit dieser Variablen passiert, wenn ich 0 einstelle oder was mit der Zeichnung passiert, wenn ich 1 einstelle. Den PSLT Scale Die Variable würde ich gern kurz erklären. Und zwar ist das wichtig, wenn man ein Layout hat. Ich habe hier ein Layout mit zwei Ansichtsfenstern. Dieses Ansichtsfenster ist 1 zu 1 und dieses hier ist 1 zu 2, also die Hälfte. Es ist etwas schwierig, die Unterschiede genau zu sehen, aber man sieht schon hier, dass diese Strichlierung größer ist, jetzt muss ich schauen, was eingestellt ist als PSLT-Scale-Wert. 1, wir das als auf 0 stellen und mal schauen, was passiert. Alles regenerieren. Dann sollte es, ich mache das hier auch nochmal kleiner, damit man es vielleicht besser sieht. Schieben wir das mal etwas näher zusammen. So. Jetzt sehen wir, das hier, die Linie ist relativ zum eingestellten Maßstab skaliert. Ändert sich der Maßstab, ändert sich auch die Linientypskalierung. Das erreiche ich, indem ich einen PSLT-Scale-Wert von 0 einstelle. Wenn ich den PSLT-Scale-Wert von 1 einstelle und dann einmal neu regeneriere, sehe ich jetzt hier in dieser kleinen Zeichnung eigentlich keine Strichpunkte mehr. PSLT-Scale-Wert von 1 heißt, für alle Viewports wird dieselbe Linientypskalierung verwendet, unabhängig vom Maßstab des Ansichtsfensters. Das hat Vorteile, wenn die Ansichtsfenster sich nur wenig voneinander in ihrem Maßstab unterscheiden, dass man eine konsistente Erscheinung der Linien hat im Layout.
Wenn ich aber eine starke Verkleinerung oder Vergrößerung habe, wie jetzt hier mit dem Faktor 1 zu 4, wäre es günstiger, den PSLT-Scale-Wert auf 0 zu stellen und dann habe ich eine entsprechende Verkleinerung der Geschichte. Dann kommen wir, möchte ich auf das Thema Linientypen erstellen zu sprechen kommen. Wir haben im Grunde genommen drei verschiedene Möglichkeiten, Linientypen mit AutoCAD und AutoCAD LT zu erstellen. Das ist entweder unter den Express Tools kann ich ein Shape generieren und aus diesem Shape einen Linientyp machen. Der Befehl dazu heißt mkltype. Das ist ein reiner AutoCAD, also in AutoCAD LT gibt es die Funktion nicht. Deswegen werden wir es hier nicht behandeln. Ich will es nur erwähnen, dass man weiß, was es gibt. Ich kann auch eingeben minus Linientyp, auch nur wieder in AutoCAD Vollversion. Und dann werde ich per Kommandozeile darauf kriege ich eine Menüführung, was ich für einen Linientyp erstellen will, wohin er gespeichert werden soll und so weiter. Das machen wir jetzt auch nicht. Es endet im Grunde genommen in einer Linientyp-Datei und wir öffnen jetzt, so würden wir es jetzt auch mit LT machen, die Linientyp-Datei, die ich jetzt kurz erklären möchte, von oben nach unten. Es ist eine Linientyp-Definitionsdatei, in dem ich jederzeit mit einem ASCII-Editor editieren kann und die mir so ausschaut. Die ist im Grunde dreigeteilt. Ich habe oben die einfachen Linientypen und weiter unten komplexe Linientypen. Die Semikolons geben im Grunde genommen die Kommentare an und werden nicht berücksichtigt. Ein Stern am Anfang der Zeile sagt dem Programm, hallo, hier kommt ein neuer Linientyp. Und das nächste ist quasi der Name des Linientyps und eine Kurzbeschreibung. Das hier ist einfach eine visuelle Repräsentation des Linientyps, wie sie ungefähr ausschaut. Kurzbeschreibung und Repräsentation sind nicht unbedingt nötig, dass das Programm die Linie auch laden und verwenden kann. Macht aber Sinn, die Linientypen mal lade. Der Name, Kurzbeschreibung, damit ich hier eine ungefähre Vorschau habe, was lade ich mir denn da gerade für einen Linientyp? Wenn ich nur drei Linientypen habe, die ich selber erstellt habe, dann kann ich die noch mit dem Namen auseinanderhalten, aber irgendwann, wenn es komplex wird oder andere Bearbeiter, die eine Linientyp-Datei öffnen möchten oder sollen, wird es sehr unübersichtlich. Das nächste ist die eigentliche Linientyp-Definition und fängt immer an mit einem A. A steht für das englische Wort Achse oder Alignment und gibt dem Programm an, hier geht's los mit einem. Es werden im Grunde genommen nur Striche definiert in verschiedenen Längen und sonst eigentlich gar nichts. Ein Wert von 0,5 heißt, das Programm zeichnet einen Strich in der Länge 0,5 Einheiten. Als nächstes wird ein Minuswert angegeben. Minuswerte sind Lücken, sind quasi negative Striche, die nicht gezeichnet werden. Das heißt, in diesem Fall wird eine Lücke von 0,25 Einheiten gezeichnet. Also wir haben einen Strich von 0,5 Einheiten,
eine Lücke von 0,25 Einheiten und hier wieder ein Strich von 0,5 Einheiten. Danach kommt wieder eine Lücke von 0,25 Einheiten und jetzt haben wir noch eine Sonderform. Eine 0 ist ein Strich mit einer Nulllänge und wird als Punkt dargestellt. Den haben wir hier und danach sehen wir wieder eine Lücke von 0,25 Einheiten. Diesen Teil haben wir sozusagen jetzt definiert. Und alles, wenn die Linie länger ist als die Summe der unteren Einheiten, geht das Ganze von vorne los. Deswegen ist an dieser Stelle sehr wichtig, dass die Linie hier nicht wieder, wenn sie so ausschauen soll, wieder mit 0,5 endet, weil sie beginnt ja schon mit 0,5 und hätten dann eine doppelte Lücke zur Folge. Das heißt, man muss diesen Teil definieren und genau wissen, er soll genauso hier hinten wieder angesetzt werden. Was wir auch in allen Linientypen-Definitionen haben, ist quasi, dass wir den Rand oder die Linientyp dreimal vorhanden haben. Und zwar einmal 1 zu 1, das ist der erste, einmal mit 0,5 Skalierung und einmal mit einer doppelten Skalierung. Das ist einfach ein Zusatz. Man könnte die 1 zu 1 Linie auch individuell skalieren mit 0,5 oder mit 2,0. Diese Skalierung wird einfach vorgegeben, um dem Nutzer die Möglichkeit zu haben, leichte Linientypskalierungen vorzunehmen, ohne jetzt eine Systemvariable umstellen zu müssen. Wenn wir jetzt in der Zeichnung weiter herunterscrollen, sehen wir hier die Definitionen für die ISO, AutoCAD ISO Linientypen und da nur ein kleiner Hinweis, sieht man an den Einheiten, dass das jetzt metrische Einheiten sind und hier für die metrische Vorlage, das sind sehr viel größere Abstände und sehr viel längere Linien und hier haben wir die Vorlagelinienlänge oder Einheitenlänge für die Inch-Vorlage. Nur am Rande, dass man sich das bewusst ist. Jetzt etwas weiter unten sehen wir die komplexen Linientypen. Man unterscheidet hier zwischen Linientypen, die ein Symbol irgendwo verwenden oder die Schrift verwenden. Diese Linientypen-Symbole sind abgelegt in einer Datei ltype-shape.srx. Dort, das ist eine Tabelle, da wird definiert, dass Zirkel 1, Kreis 1, diese aus der Zeichnung oder aus der Datei linetype-shape.srx diesem Symbol entspricht. Die Definition dieser Linie ist ähnlich wie oben. Es geht los mit dem Alignment oder mit der Linie. Dann werden Striche definiert und anschließend alles, was in eckigen Klammern kommt, ist der komplexe Teil des Linientyps, der eben hier entweder ein Symbol hat, Circular oder Kreis einer Datei, anschließend eine Skalierung in X, eine Verschiebung in X und eine Skalierung mit 0,1. Das möchte ich jetzt kurz nochmal demonstrieren anhand einer Schriftlinientyp. Das hier habe ich besprochen, das habe ich jetzt zur Vorbereitung an dieses Webinar erstellt. Ein Linientyp mit einer Strichlierung mit 0,25 und 0,5 Einheiten und Punkten dazwischen. Das habe ich gerade eben schon mal besprochen, aber wir können uns auch gern kurz ansehen, wie dieser Linientyp genau ausschaut, wie er sich darstellt in der Zeichnung. Ich nehme hier meinen gestrichelten Linientyp, den ich erstellt habe, werde hier einen neuen Layer erstellen, gestrichelt,
und eine Linie. Hat er den jetzt so übernommen? Natürlich muss ich die Linientyp zuweisen und hier haben wir meinen strichpunktierten Layer mit einem kurzen Strich und mit einem langen Strich. Wenn ich jetzt halt komplexe Linientypen kreieren möchte, gibt es mit Text gibt es drei verschiedene Möglichkeiten, wie dieser Text auf der Linie angeordnet werden soll. Wir definieren hier einen EU-Typ, einen R-Typ oder einen A-Typ. Der U-Typ, nicht Urtyp, sondern U-Typ, definiert einen aufrecht oder leicht lesbaren Text. Text wird im komplexen Teil des Linientyps angegeben, als welcher Text erscheinen soll, in Anführungszeichen, VCL soll auf der Linie stehen. Als nächstes wird definiert der Stil, der Schriftstil. Hier sollte man darauf achten, dass vor allem, wenn die Datei ausgetauscht werden soll, dass jeder Benutzer diese Schrift oder diesen Stil vorhanden hat. Ich habe jetzt Standard verwendet, da dieser Stil eben der Standardstil von AutoCAD ist und eigentlich für jeden Nutzer vorhanden sein soll. Es sollte hier zu keiner Fehlermeldung oder falschen Darstellung kommen. Wir haben ein S, das heißt eine Skalierung von 0,1. Mit diesen Werten muss man eventuell ein bisschen herumspielen, damit man weiß, wo ich diesen Text und wie ich ihn, wie er versetzt von der Linie erscheint. Also S ist die Skalierung von 0,1 des Schrifttyps Standard. U heißt, ich habe eine Drehung von 0, eine Drehung von 0,0 und ich orientiere mich an diesem U-Typ als Drehpunkt. Eine X-Verschiebung relativ zum Drehpunkt und eine Y-Verschiebung auch relativ zum Drehpunkt. Das gleiche, im Grunde genommen, die gleiche Linie bloß als R-Typ erstellt und hier unten dieselbe Linie also R-Typ, eine relative oder tangentiale Drehung im Verhältnis zur Linie und ein A ist eine absolute Drehung des Textes. Was ist jetzt der Unterschied? Man kann sich da natürlich jetzt sehr wenig drunter vorstellen. Wir können das gerne demonstrieren. Ich werde einen Kreis zeichnen und diesen zweimal kopieren und dann die drei Linientypen zuweisen. Also U, neuen Layer, A, Typ und den relativen Typ. Ich kann mehrere Linientypen gleichzeitig laden, indem ich Steuerung oder mit Shift einen ganzen Bereich auswähle. Ich lade mir die drei Linientypen jetzt hier in die Zeichnung und ich bin bei U. Ups, wie komme ich? Der U-Typ ist das VCL, das hier. Na, habe ich den Layer ausgewählt? Nein. Machen wir das nochmal. Zuweisen. Also das ist jetzt mein, ich sage dazu, lotrecht oder leicht lesbar. Der Text wird immer so gedreht, dass er quasi lesbar, für den Nutzer lesbar ist am Bildschirm. Oben ist er lesbar, unten ist er lesbar, rechts und links genauso. Wenn ich jetzt halt diesen den absoluten Typ nehme, machen wir das mal in einer anderen Farbe, weisen das zu. Dann sollte hier eigentlich eine Schrift erscheinen, wenn ich das
auch zugewiesen habe. So. Hier sehen wir, dass die Schrift auch immer lesbar ist, aber es erfolgt quasi immer eine Drehung, um einen hier in der Mitte, in quasi einen Mittelpunkt, einem zu dem Mittelpunkt in der Linie. Es schaut eher so aus, als wenn man hier quasi eine Beschriftung von Punktobjekten hat. Ein Kreis ist hier vielleicht schlecht, die schlechte Auswahl, aber wenn ich eine Linie digitalisiere, dann schaut diese Art oder diese Option der Beschriftungsorientierung schon sehr viel besser aus oder schlüssiger. Schauen wir uns den letzten Linientyp an oder Orientierungstyp R. Relative Orientierung. Hier sehen wir jetzt, der Text ist im unteren Bereich lesbar und er ist quasi orientiert um einen Mittelpunkt herum im Kreis. Das führt dazu, dass es im oberen Bereich dazu kommt, dass der Text auf dem Kopf steht. So, das war jetzt eigentlich schon das Wesentliche, was ich heute zeigen wollte, auch an Beispielen. Ich möchte Sie noch hinweisen auf weitere Quellen zu Linientypen oder zu AutoCAD allgemein. Natürlich die Autodesk-Hilfeseiten, Autodesk Knowledge Network Community, The Hitchhiker's Guide to AutoCAD Basics, eine tolle Seite in Englisch allerdings nur, wo man viele Tipps und Anleitungen bezüglich AutoCAD bekommen kann. Autodesk Screencast sollte eigentlich in der Zwischenzeit jeder schon mal gehört haben. Es ist ein Programm, um Bildschirmvideos zu erstellen. Und das Tolle an dem Programm ist im Grunde genommen, dass es die Möglichkeit oder dass es in AutoCAD oder Autodesk-Produkten integriert ist und in der Lage ist, die Eingaben, die Tastatureingaben und die Mauseingaben auf einer Zeitleiste mit sichtbar zu machen. Man weiß, wenn man dieses Video anschaut, dann genau an welcher Stelle der Nutzer welche Eingaben gemacht hat und wo er geklickt hat. Sehr schön zu Demonstrationszwecken und auch für uns im Support immer ein schönes Tool, wenn Sie zum Beispiel an den Support schreiben und sagen, hier funktioniert an dieser Stelle etwas nicht. Mithilfe so eines Screencast-Videos können wir das genau versuchen, mit unseren Möglichkeiten nachzustellen. Das ist ein Hinweis auf die Hilfedatei Linientypen. Dazu muss man sagen, die Hilfe ist sehr ausführlich und verständlich erklärt, was Linientypen betrifft. Und wenn es dazu Fragen gibt, lohnt sich immer ein Blick in die AutoCAD-Hilfe. Die Befehle für die Linientypen und Linientypen und Linientypdefinitionen. Am Schluss noch ein Artikel aus der Autodesk Wissensdatenbank. Den würde ich gerne mal öffnen für Sie. Wenn Sie die Fehlermeldung Bad Definition of Fence Line 1 bekommen, dann liegt das meistens an der Datei, die definiert ist im Linientyp, in der Linientyp-Datei ltype-shape.sax. Hier ist die Lösung aufgezeigt, was man machen kann, falls dieser Fehler auftritt. Scheint anscheinend öfter aufzutreten, als man glaubt. So, das war es eigentlich schon von meiner Seite. Ich würde jetzt die Fragen
Sektion öffnen. Dazu brauche ich hier meine, einen Moment, meine Fragen. Warum nehme ich dazu nicht einen fertigen Linienstil mit richtiger Skalierung? Jetzt weiß ich nicht, wann diese Frage gestellt wurde und zu welcher Aussage. Es könnte sein, dass ich diese Frage schon beantwortet habe mit PLT Scale. Ah, danke schön. Warum? Das liegt an jedem selber. Wie ich schon im späteren Zeitpunkt erklärt habe, habe ich ja hier ein fertige Linienstile mit verschiedenen Skalierungen, dem 0,5-fachen und dem 2-fachen. Man kann natürlich auch sich dort die Linienstile, die man für das Layout braucht, selber generieren. Dann braucht man den PLT-Scale-Wert nicht mehr zu verändern und kommt auch im Laufe der weiteren Bearbeitung nicht durcheinander. Also das ist die Erklärung. Das hängt von jedem selber ab, wie er da am besten seine Arbeitsweise, wie er sich die Arbeitsweise organisiert. So, haben wir weitere Fragen? Ansonsten hätte ich an Sie noch Fragen. Und zwar würde ich gerne wissen, Sie können immer noch Fragen in das Chatfenster eingeben. Ansonsten würde ich gerne von Ihnen wissen, ob das Ihr erstes Webinar von AutoCAD ist. Aha, es sind also alles wiederkehrende Teilnehmer. Vielen Dank. Und meine zweite Frage, das ging schnell. Haben Sie denn in dem heutigen Webinar etwas Neues gelernt? Oder war für Sie schon alles bekannt? Ich sehe, alle Teilnehmer haben etwas Neues gelernt. Das freut mich. Es ist immer schön, neue oder nicht bekannte Dinge weiterzugeben. Es wäre schade, wenn ich Sie mit diesem Webinar langweilen würde. So, und jetzt noch vielleicht die wichtigste Frage für heute. Für alle diejenigen, die im nächsten Webinar wieder dabei sein wollen. Wir haben dieses Mal gesagt, wir möchten fürs nächste Mal eine Umfrage machen, welches Thema Sie für im nächsten Webinar gerne sehen möchten. Und hierzu hätten wir drei Webinare zur Auswahl oder drei Themen zur Auswahl. Die erste ist Einführung in 3D-Modellierung in AutoCAD. Oder würden Sie gerne die Plot-Stil-Tabellen genauer betrachten oder etwas über parametrisches Arbeiten in AutoCAD oder AutoCAD LT erfahren? Gut, jetzt haben alle gewählt oder sich auch enthalten. Der Gewinner ist das parametrische Arbeiten in AutoCAD LT. Das wird unser nächstes Thema sein im Webinar in 2 Wochen. Und dementsprechend werden wir uns vorbereiten. Das nächste Webinar ist am 6. August. Hier sehe ich gerade, das habe ich falsch geschrieben. Das nächste Webinar mit diesem Thema
Parametrisches Arbeiten wird am 6. August sein und dort werden wir wieder weitere drei Themen zur Auswahl stellen für das folgende Seminar. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, Sie sind im nächsten Webinar wieder dabei und dass Sie heute etwas mitnehmen konnten aus dieser Veranstaltung und wünsche Ihnen einen schönen weiteren Arbeitstag. Auf Wiederhören.